Seven vs. Wild ist das Erfolgsformat überhaupt auf YouTube. Die Klicks gehen durch die Decke und einige Videos haben über 10 Millionen Views. Ich stelle mir in diesem Zusammenhang die Frage, wie viel Kohle macht das eigentlich? So das, was man als erstes denkt, wenn man beruflich mit Zahlen zu tun hat. Wie viel Geld da tatsächlich rumkommt, das erfährst du in diesem Video. Hi, mein Name ist Melcher von der Kontist Steuerberatung und ja, ich bin Fan von Seven vs. Wild. Ich habe mir alle Folgen im letzten Jahr angeguckt und werde mir ziemlich sicher auch alle Folgen in diesem Jahr anschauen. Und weil ich beruflich mit Geschäftsmodellen zu tun habe, habe ich mir natürlich die Frage gestellt, wie groß eigentlich dieses ganze Vorhaben ist. Also wie viel Umsatz generiert Seven vs. Wild eigentlich? Diese Zahlen versuchen wir in diesem Video mal herauszufinden. Um uns den gesamten Umsatz etwas zu nähern, schauen wir uns die potenziellen Einnahmequellen genauer an. Und zwar erstens natürlich das YouTube-Partnerprogramm, also AdSense-Einnahmen. Zweitens die Sponsorings der Hauptvideos. Drittens der Merch-Shop von Fritz. Und viertens gibt es auch ein Seven vs. Wild Bildband, der gerade verkauft wird. Und diese Kategorien, also diese Einnahmequellen, schauen wir uns mal genauer an und versuchen mit Begründung zu schätzen, wie viel Umsatz da wohl herumkommt. Ein wichtiger Hinweis noch, bevor wir die einzelnen Einkommensklassen genauer betrachten. Und zwar werden die Teilnehmer für die Teilnahme an Seven vs. Wild nicht bezahlt. Allerdings haben die einen gigantischen Reichweitenboost. Auch in der ersten Staffel haben einige Teilnehmer unglaublich an Reichweite gewonnen, zum Beispiel Fabio Schäfer. Aber auch in dieser Staffel ist es einfach der Fall, dass zum Beispiel Otto Bulletproof unglaublich viele Abonnenten dazu gewonnen hat. Langfristig profitieren die selbstverständlich durch den Wachstum in Reichweite. Aber es gibt zum Beispiel auch noch zusätzlich die Behind-the-Scenes-Serie auf dem Kanal von Dave, der innerhalb von Wochen seinen Kanal mehr als verdoppelt hat und auch auf die Behind-the-Scenes-Videos Millionen Klicks hat. Das heißt, auch der wird damit ordentlich Umsätze machen. Und natürlich reagiert auch jeder Teilnehmer auf die einzelnen Folgen und generiert dadurch Klicks und am Ende auch Umsätze. Und es gibt tatsächlich auch einige Teilnehmer, die Seven vs. Wild nutzen, um bestimmte Produkte herauszubringen. Als Beispiel können wir da auch Fabio Schäfer aus der ersten Staffel nehmen, der Merch herausgebracht hat mit Sprüchen, die er in Seven vs. Wild im letzten Jahr gebracht hat. Oder auch Knossi. Knossi ist Teilnehmer in der zweiten Staffel, also in diesem Jahr, und der hat eine Getränkemarke, Alge. Und der hat jetzt für Seven vs. Wild eine eigene neue Edition rausgebracht, und zwar Geschmacksrichtung Coconut. Und das bewirbt er auch fleißig, während er auf Seven vs. Wild reagiert. Und auch heute wird dir dieses Video präsentiert von dem Geschmack von Seven in the Wilds, Coconut Shock. Das heißt, auch er generiert durch die Serie ordentlich Umsätze. Er muss gar nicht direkt für die Teilnahme bezahlt werden. All diese Umsätze rund um die Marke Seven vs. Wild und rund um diesen ganzen Hype kann ich natürlich in dieser Betrachtung nicht berücksichtigen. Ich möchte aber natürlich trotzdem erwähnen, dass diese Serie auch für viele Leute außenrum ein riesiges Geschäft ist. Schauen wir uns als erstes mal das YouTube-Partnerprogramm ganz im Detail an. Wenn du YouTube-Videos veröffentlichst, verdienst du damit Geld. Und zwar durch die Werbung, die vor, in oder nach den Videos ausgestrahlt wird. Und dann kriegst du eine kleine Beteiligung. Und um auszurechnen, wie viel Geld du verdienst, musst du einmal wissen, wie viel Geld du pro 1000 Klicks oder überhaupt pro einen Klick verdienst, plus die Reichweite. Und beide Sachen brauchst du, um am Ende dein Einkommen zu berechnen. Die erste Staffel von Seven vs. Wild hatte insgesamt 77 Millionen Aufrufe. Das waren 16 Videos, die im Durchschnitt 4,8 Millionen Mal angeschaut wurden. Das heißt, eine unglaublich riesige Zahl. Alle folgenden Videos der Staffel gehen durch die Decke. Durchschnittlich erreichen die Videos 4,8 Millionen Views und insgesamt wird die erste 16-teilige Staffel mehr als 77 Millionen Mal auf Fritz' Kanal geklickt. Damit ist Seven vs. Wild offiziell die größte Creator-Serienproduktion Europas, ohne dass genau das jemals das Ziel war. Wir sehen aber jetzt schon, dass es in diesem Jahr nochmal deutlich besser läuft. Wenn ich mir die ersten Folgen anschaue, dann hat eine Folge im Durchschnitt 8,1 Millionen Aufrufe pro Video. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass auch in diesem Jahr 16 Folgen erscheinen werden, können wir davon ausgehen, dass die zweite Staffel insgesamt 129,6 Millionen Aufrufe generieren wird. In mehr oder weniger 2 Monaten. Wahnsinn, fast 130 Millionen Aufrufe. Den zweiten Faktor, den wir brauchen, ist der sogenannte CPM. Der CPM ist der Eurobetrag, den du bekommst für 1000 Aufrufe. Und der variiert extrem stark. Es gibt Kanäle, die bekommen nur 1 Euro pro 1000 Aufrufe oder 5 Euro, aber auch 10 oder 15 Euro pro 1000 Aufrufe sind ohne Probleme möglich. Grundsätzlich kann man sagen, dass der CPM von längeren Videos besser ist. Warum? Weil einfach mehr Möglichkeiten sind, da drin Werbung zu schalten. Das heißt, wir können davon ausgehen, der CPM wird nicht super niedrig sein, einfach weil einige Folgen der Seven vs. Wild Serie bis zu 1,5 Stunden lang sind.
Das heißt, da ist ordentlich Platz, Werbung drin zu platzieren. Und deswegen gehe ich mal davon aus, konservativ geschätzt wird der CPM von Fritz bei 5 Euro liegen. Ist jetzt eine Schätzung von mir, ich glaube nicht, dass sie super unrealistisch ist. Und um jetzt den gesamten Umsatz aus dem YouTube-Partnerprogramm zu berechnen, nehmen wir einmal die 129,6 Millionen Aufrufe, multiplizieren sie mit dem CPM von 5 Euro und das Ergebnis ist ein Umsatz von 648.000 Euro. Das müssen wir uns nur mal auf der Zunge zergehen lassen. 648.000 Euro schüttet YouTube an Fritz Meinecke aus, nur für die Klicks auf YouTube. Die zweite Einkommensquelle sind die Sponsorings. Jede Folge von Seven vs. Wild hat einen Sponsor, der wird ganz am Anfang einmal vorgestellt und auch am Ende einmal genannt. Und dafür bezahlen die Unternehmen selbstverständlich. Und auch da stellt sich natürlich die Frage, wie berechnet sich eigentlich so ein Preis? Wie viel da genau abgerechnet wird, weiß ich natürlich nicht, aber es gibt Erfahrungswerte, wie teuer Influencer-Marketing auf YouTube ist. Und wir haben auch einige Influencer als Kunden. Das heißt, diese Schätzung, die ich hier nenne, die ist nicht vollkommen an den Haaren herbeigezogen. Das sind so Preise, die am Markt für Influencer-Marketing auf YouTube gezahlt werden. Und diese Preise sind meistens basiert auf dem Tausender-Kontaktpreis, das heißt den TKP. TKP ist am Ende genau das gleiche wie CPM. Das ist genau der Preis, wie teuer so eine Werbeeinblendung pro 1000 Kontakten ist. Das heißt, bei einem TKP von 10 muss ein Unternehmen 10 Euro bezahlen, damit diese Werbung 1000 Mal gesehen wird. Und im Influencer-Marketing auf YouTube wird im Schnitt so zwischen 20 und 100 Euro TKP gezahlt. Das heißt, Unternehmen müssen so zwischen 20 Euro und 100 Euro zahlen für 1000 Aufrufe. Und hier richtet sich der Preis natürlich, wie jeder Preis, nach Angebot und Nachfrage. Wenn das Angebot von Werbeplätzen besonders groß ist, dann sinkt in der Regel der Preis. Und ehrlicherweise sind 16 Folgen innerhalb von 2 Monaten wahnsinnig viele Videos. Das heißt, Fritz braucht innerhalb von 2 Monaten für 16 Videos Sponsorings. Das heißt, das Angebot ist sehr, sehr groß. Und das spricht eher dafür, dass der Preis niedrig ist, einfach weil es viel Angebot von Werbeflächen gibt und unter Umständen gar nicht so viel Nachfrage. Das heißt, das sorgt eher dafür, dass der Preis relativ niedrig ist. Auf der anderen Seite ist Seven vs. Wild das bekannteste YouTube-Projekt überhaupt. Und wenn du dich als Unternehmen auf der aktuell größten Bühne auf YouTube präsentieren möchtest, dann solltest du mit Fritz Meinecke sprechen. Das heißt, die Nachfrage sollte auch relativ hoch sein. Bei Seven vs. Wild ist sowohl das Angebot ziemlich hoch, als auch die Nachfrage ziemlich hoch. Und deswegen gehe ich davon aus, dass der TKP nicht super niedrig ist, sondern ja, so im unteren Drittel vielleicht. Und deswegen nehme ich in meiner Kalkulation jetzt ein TKP von 50 Euro an. Das heißt, ich gehe davon aus, ein Sponsor zahlt 50 Euro, um von 1000 Leuten gesehen zu werden. Und hier nehmen wir natürlich auch die Aufrufe, die wir eben schon berechnet haben. Das heißt, wir gehen davon aus, dass die zweite Staffel 129,6 Millionen Aufrufe generieren wird. Und wenn wir die 129,6 Millionen Aufrufe nehmen und multiplizieren mit dem TKP von 50, dann kommen wir auf einen unglaublichen Umsatz für die Sponsorings von 6,48 Millionen Euro. 6,5 Millionen Euro für die Sponsorings. Das wäre ein fairer Preis. Und selbst wenn wir jetzt hier sagen, naja, es gibt zu viele Folgen und es gibt gar nicht so viele Unternehmen, die so viel Budget haben und so weiter, deswegen wird der TKP nicht ganz so hoch sein, kann ich wirklich fast ausschließen, dass der TKP weniger als die Hälfte ist. Und selbst wenn der TKP nur halb so hoch wäre, also nur bei 25 Euro, reden wir immer noch über 3 Millionen Euro Umsatz für die Sponsorings der Folgen. Die dritte Umsatzquelle ist der Merch. Es gibt Seven vs. Wild Merch, also T-Shirts, Hoodies, Schlüsselanhänger, was auch immer. Und da gibt es einen Online-Shop, und zwar den Online-Shop von Fritz Meinecke. Und um zu berechnen, wie viel Geld, also wie viel Umsatz so ein Online-Shop eigentlich macht, braucht man mehrere Dinge. Erstens muss jemand erstmal auf die Webseite gehen. Das heißt, wie viele Besucher hat dieser Online-Shop eigentlich? Und da gibt es unterschiedliche Analyse-Tools. Eins habe ich genutzt, um herauszufinden, wie viele Webseitenaufrufe hat eigentlich dieser Online-Shop. Und mein Tool hat ausgespuckt, dass die Webseite von Fritz Meinecke im Durchschnitt pro Monat 64.000 Aufrufe hat. Das heißt, 64.000 Menschen gehen pro Monat auf die Webseite von Fritz Meinecke. Natürlich kaufen nicht alle Menschen was. Ich war zum Beispiel auf der Webseite, um mir die Produkte anzugucken und habe nichts gekauft. Das heißt, nicht jeder, der diese Webseite aufruft, kauft natürlich. Aber einige Leute kaufen halt schon. Und die entscheidende Frage hier ist, wie hoch ist eigentlich der Prozentsatz der Leute, die da auch kaufen? Und das nennt sich Conversion Rate. Bei Online-Shops variiert der auch sehr stark. 5% ist ehrlicherweise für einen Online-Shop kein besonders guter Wert, aber ich habe in meiner Kalkulation jetzt eine Conversion Rate von 5% angenommen. Das heißt, von 100 Besuchern auf der Webseite kaufen
5 Leute. Und das bedeutet, dass von 64.000 Besuchern im Monat 3.200 Leute etwas kaufen. Und wenn wir uns einen Supermarkt vorstellen, da gehen also 3.200 Leute pro Monat rein und kaufen etwas. Das ist die nächste Frage, die wir uns stellen sollten. Wie viel Geld geben sie denn aus? Weil es ist ja ein riesengroßer Unterschied, ob ich mir was für 2 Euro oder für 200 Euro kaufe. Und dafür habe ich mir alle Produkte angeschaut, die aktuell, also Stand heute, im Online-Shop von Fritz verfügbar sind, die irgendwas mit 7 vs. Wild zu tun haben. Und dann habe ich relativ simpel einfach den Durchschnittspreis dieser Produkte berechnet. Wenn wir also davon ausgehen, dass jedes Produkt exakt gleich häufig verkauft wird, dann ist der durchschnittliche Verkaufspreis von den Produkten 28,08 €. Natürlich kann es sein, dass bestimmte Produkte mehr oder seltener verkauft werden. Und natürlich kann es auch sein, dass bestimmte Kunden mehr als nur ein Produkt kaufen. Das habe ich hier alles einmal ausgeklammert und ich gehe einfach davon aus, dass wenn alles gleichmäßig verkauft wird, dass ein Kunde im Durchschnitt 28,08 € ausgibt. Das heißt, wir wissen jetzt, wir haben 3.200 Kunden pro Monat und einen Warenkorbwert in Höhe von 28,08 €. Und wenn wir das miteinander multiplizieren, kommen wir zu einem monatlichen Umsatz von 89.856 €. Das heißt, der Online-Shop macht ungefähr 90.000 € Umsatz im Monat. 7 vs. Wild läuft aber nicht nur einen Monat, sondern 2 Monate. Das heißt, das Ganze müssen wir nochmal 2 rechnen und damit kommen wir auf einen Merch-Umsatz in Höhe von 179.712 €. Die vierte Umsatzquelle, die ich mir hier genauer anschauen möchte, ist der Bildband. Der hat ehrlicherweise schon einiges an negativer Kritik hervorgerufen, weil Leute gemeint haben, oh, das ist zu kommerziell jetzt alles und so weiter. Und ich denke mir die ganze Zeit, die Serien sind for free, guck sie dir an, musst du nicht kaufen, fertig ist die Kiste. Natürlich will er damit auch Geld verdienen. Jemand, der so stark ins finanzielle Risiko geht, hat auch das Recht, damit Geld zu verdienen. Und die Kalkulation, wie viel Umsatz damit gemacht wird, funktioniert ziemlich ähnlich wie bei dem Online-Shop von Fritz. Und zwar müssen wir erstmal herausfinden, wie viel Aufrufe hat eigentlich diese Seite. Da gibt es eine separate Seite. Also diesen Bildband kannst du nicht über den Merch-Shop von Fritz Meinecke kaufen, sondern da gibt es wirklich eine separate Verkaufsseite. Und diese separate Seite hatte in den letzten 28 Tagen 29.852 Besucher. Bisher ist ungefähr ein Drittel der zweiten Staffel rum. Und wenn wir jetzt wissen wollen, wie viele Aufrufe wir insgesamt während der zweiten Staffel erwarten können, ja, dann rechnen wir halt diese 29.852 mal 3 und das Ergebnis sind 89.556 Besucher. Das heißt, ungefähr 90.000 Besucher kann man während der gesamten zweiten Staffel auf dieser Verkaufsseite erwarten. Der nächste Schritt ist hier auch die Conversion Rate. Also wie viele Leute kaufen tatsächlich, wenn sie diese Seite besuchen? Auch das weiß ich natürlich nicht hundertprozentig, aber ich habe mit 5% im Merch-Shop angefangen, also bleibe ich bei 5%. Zugegebenermaßen gehe ich davon aus, dass die Conversion Rate, also die Kaufrate, höher sein wird. Diese Seite kann nämlich nichts anderes, außer dieses Buch zu verkaufen. Da ist nichts anderes drauf und ich wüsste nicht, warum 100 Leute diese Seite besuchen sollten und nur 5 Leute das tatsächlich kaufen. So spannend ist so eine Verkaufsseite nicht. Ich rechne trotzdem mit 5%. Und wenn ich davon ausgehe, dass von den 89.556 Besuchern 5% kaufen, haben wir 4.478 Käufer für diesen Bildband. Das heißt, jetzt wissen wir, wie viele Kunden es gibt. Was müssen wir als nächstes wissen? Wie viel Geld geben diese Kunden denn aus? Und das ist ziemlich einfach, weil auf dieser Seite gibt es nur dieses eine Buch. Und dieses Buch hat nur einen Preis. Natürlich kann es sein, dass der ein oder andere 2 Bücher kauft oder 3 oder 4, aber ich gebe in meiner Kalkulation mal davon aus, dass jeder nur ein Buch kauft. Das heißt, jeder der 4.478 Leute kauft genau ein Buch und dieses Buch kostet 55 Euro. Das heißt, wir rechnen 4.478 mal 55 Euro ist ein Gesamtumsatz für den Bildband in Höhe von 246.290 €. Die ganze Kalkulation beim Bildband ist übrigens super interessant. Und zwar kannst du ihn jetzt bestellen, du wirst den Bildband aber erst nachdem die Staffel ausgestrahlt worden ist bekommen. Warum? Weil der Bildband ja nicht spoilern soll, was eventuell in der Serie noch passieren wird. Das heißt, du wirst ihn erst in 1 oder 2 Monaten bekommen. Und das ist ehrlicherweise super smart. So kann nämlich das ganze Team die Bestellungen sammeln und dann erst anschließend diesen Bildband produzieren. Die müssen nicht irgendwie auf Vorrat produzieren, in der Hoffnung, den dann anschließend auch verkaufen zu können. Nein, die können einfach die Bestellungen abwarten, wissen dann exakt, wie viele sie produzieren müssen und können dann erst in die Produktion gehen. Das heißt, sie müssen diese Produktion nicht irgendwie vorfinanzieren. Das ist bei Merch schwieriger. Es gibt zwar auch Print-on-Demand-Merch, das erst eine
eine Bestellung rausgegeben wird und dann wird es produziert. Das Ganze verzögert aber in der Regel den Versand und deswegen macht man das in der Regel nicht. Das heißt, beim Merch ist das super schwierig, beim Bildband aber super einfach, dass man halt jetzt die Bestellung schon sammelt, jetzt schon das Geld sammelt und erst anschließend diese Bildbänder produziert. Finde ich einen super effizienten Weg. Schauen wir uns die unterschiedlichen Umsatzquellen doch einfach mal genauer an und rechnen das Ganze zusammen. Das YouTube-Partnerprogramm wird voraussichtlich so ungefähr 648.000 Euro Umsatz bringen. Die Sponsorings der Partner der Hauptserie wird wahrscheinlich einen Umsatz bringen von 6,48 Millionen Euro. Beim Merchverkauf können wir mit einem Umsatz rechnen in Höhe von 179.000 Euro. Und der Bildband wird wahrscheinlich einen Umsatz generieren ungefähr bei 246.000 Euro. Das alles zusammengerechnet ist ein gesamter Umsatz von 7,55 Millionen Euro. Hättest du gedacht, dass eine einfache YouTube-Serie 7,6 Millionen Umsatz generieren kann? Die Zahlen sind wirklich nicht vollkommen irrational hoch eingeschätzt, sondern ich bin überall relativ konservativ rangegangen. Und das für eine kostenlose Serie auf YouTube? Ganz ehrlich, dafür kann ich nur meinen Hut ziehen. Unternehmerisch gesehen habe ich vor Fritz Meinecke plus Team den allergrößten Respekt. Für mich persönlich Wahnsinn, wie viel Umsatz man generieren kann mit einer kostenlosen Serie auf YouTube. Aber einordnend muss man natürlich sagen, das ist der Umsatz. Das ist auch der Bruttoumsatz. Das heißt, da gehen auch nochmal Umsatzsteuer ab und so weiter. Das ist nicht der Betrag, den Fritz Meinecke jetzt irgendwo in seiner Hosentasche spazieren trägt. Definitiv nicht. Da stehen wirklich viele hohe Kosten auf der anderen Seite. Was kostet die Serie in der Produktion? Ich sag mal so, um ein viel, viel, vielfaches mehr als Staffel 1. Ich meine, es ist klar, es ist natürlich auch viel weiter weg. Es ist anderer Kontinent und so weiter. Ne? Es ist ein sehr, sehr saftiger, guter, sechsstelliger Betrag. Sagen wir mal so. Und Stand jetzt ist auch noch nicht, der ist noch nicht fertig. Wisst ihr, wie ich meine? Das macht noch so ein im Hintergrund. Da kommen immer so jeden Tag Sachen dazu. Für die reinen Produktionskosten muss man sich nur überlegen, was es gekostet hat, die Hubschrauber zu mieten. Nach dem Helikopter-Run haben wir auch das erste Mal gemerkt, wie fucking teuer ein Helikopter ist. Ganz kurz, das müsst ihr euch vorstellen. Ein Helikopterflug, wie weit sind es? 80 Kilometer? Ja. 80 Kilometer Helikopterflug ist teurer als zwei Flüge von Deutschland nach Panama. Also es ist krass. Also ich glaube, was haben wir bezahlt am Ende? Ich glaube über 5.000 Euro oder so. Ja. Für diesen einen Test-Run nur, letztendlich nur, um zu gucken, ob das überhaupt irgendwie funktioniert. Die Kameras, die Flüge, das ganze Team, das wird bezahlt werden. Allein die Miete der Insel soll sechsstellig gewesen sein. Dann waren wir uns wirklich ziemlich schnell einig, ey, das ist es hier. Was aber auch wiederum bedeutete, wir müssen diese riesen Insel mieten. Wir haben uns die ersten Preise reingeholt, wo wir dann beide hinten übergefallen sind natürlich. Ja, der erste Kostenvoranschlag, geisteskrank. Also wenn man dann hört, dass die Inselmiete für den Zeitraum, wo wir sie brauchen, irgendwie schon im sechsstelligen Bereich liegt, ist einfach krank. Das sind auch Summen, mit denen hantieren wir nicht täglich. Das ist einfach utopisch für uns eigentlich. Das heißt, das Risiko, was da finanziell eingegangen wird und welche Kosten finanziert werden muss, sind auch unglaublich hoch. Und das Ganze bezieht sich natürlich nicht nur auf die Produktion der Videos, sondern auch beim Merch oder dem Bildband. Das kostet auch echt viel. Beim Merch ist die Gewinnmarge gar nicht so hoch, weil man muss sich die ganzen Kleidungsstücke und so weiter ja erstmal einkaufen. Das heißt, da entstehen auch viele Kosten. Und bei dem Bildband gilt natürlich genau das Gleiche. Gefühlt hat der die negativste Kritik bekommen. Aber googelt einfach mal, wie teuer es ist, so ein Bildband drucken zu lassen. Ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass das Team hinter Seven Wars Wild mit diesem Bildband großartige Gewinne macht, wenn man Steuern und Produktionskosten mit einrechnet. Ja, 55 Euro ist wahnsinnig viel, aber der Druck von hochqualitativen Bildern kostet auch wahnsinnig viel. Deswegen gehe ich davon aus, dass in der Kalkulation der Bildband mehr so als Fanservice gesehen wird. Die großen Gewinne werden damit definitiv nicht gemacht. Was außerdem wichtiger Punkt ist, das Geld fließt jetzt nicht alles direkt zu Fritz und Fritz sitzt zu Hause und zählt sein Geld. Da stecken einige Unternehmen dahinter, die auch irgendwie zum Teil beteiligt sind oder nicht. Natürlich steht zum Beispiel Fritz Meinecke dahinter, ganz klar. Aber wenn ich mir zum Beispiel das Impressum des Online-Shops anschaue, dann steht da eine GbR und zwar eine MyMerch GbR. Das heißt, da gibt es jemanden und Fritz gehört nicht dazu, der betreibt diese Webseite. Natürlich wird er davon auch irgendwie partizipieren, aber er ist nicht derjenige, der diesen Online-Shop betreibt. Was außerdem ganz interessant ist, erst im September 2022 wurde eine Seven vs. Wild GmbH gegründet. Die steht
jetzt im Handelsregister. Und die gehört zu 50% Fritz Meinecke und die anderen 50% gehören den beiden Jungs, die die ganze Produktion im Hintergrund immer erledigen. Die konntest du zum Beispiel auch in der Behind-the-Scenes-Serie kennenlernen. Das heißt, die zu dritt haben jetzt eine GmbH gegründet und ich gehe davon aus, dass sie dafür da ist, diese Seven vs. Wild-Serie zu produzieren, weil als Geschäftszweck steht da drin, Videoproduktion und Werbeagentur mit Fokus auf Webvideoinhalten. Was ich hier an dieser Stelle nur sagen möchte, da stecken einige Unternehmen dahinter und es gibt nicht die eine Buchhaltung, wo all diese Umsätze, die ich gerade aufzähle, einfließen. Das wird verteilt unter unterschiedlichen Leuten und da arbeiten viele Leute im Hintergrund. Da gibt es nicht die eine Person, auch nicht Fritz, der ganz am Ende da sitzt und das ganze Geld in seine Tasche steckt. Ich hoffe, dieses Video war für dich erkenntnisreich und du hattest den ein oder anderen Gedankengang, den du sonst vielleicht nicht gehabt hättest. Wenn du Fragen zu meiner Kalkulation hast oder Anmerkungen oder Kritik oder was auch immer, dann schreib uns auch gerne einen Kommentar. Wenn du mehr lernen möchtest über Finanzmanagement, Buchhaltung und Steuern für Selbstständige, dann solltest du diesen Kanal abonnieren. Wir veröffentlichen regelmäßig genau solche Videos. Oder du schaust dir einfach direkt eins dieser Videos an, zum Beispiel dieses hier oder dieses hier. Da dachte ich mir wirklich, wo sind wir hier? Das ist nicht YouTube, das ist jetzt nicht irgendwie mal, wo ich angefragt wurde mit Internet und da irgendwelche lustigen Videos gemacht habe, sondern ich habe mich wirklich gefühlt wie in einem Actionfilm.